Ja, schön, guten Morgen. Ach ja, einmal einen Blick aus dem Fenster werfen und wir haben wieder Dschungel vor der Tür. Juhu! Nicht genug. Nicht genug. Ich will mehr Dschungel. Sind so viele von den... Hallo, Spinne. Kühen da raus, Mensch. Das geht. Aber hier muss noch einer. Dringend muss hier noch einer hin. Und zwar ein Vierer. Geht der bitte? Ja, ha! Okay, ups. So, und hier noch einer? Nein. Da vielleicht noch? Es wäre ja schon schön, wenn man da noch durch könnte, aber ich glaube, da könnte man so den letzten Baum noch... So, bitte... den dann mal weg, bitte schön. So. Da noch was hin. Da. Da ein bisschen noch. Da. Da. Da auch. Na, dummes Ocelot. Da. Oh, hier lasse ich überall Sachen wachsen. Sehr schön. Das wäre dann ja der Ausblick von meinem... mein Ausblick von dem Haus zu verschönern, wäre ja quasi hier dann auch gleich weitestgehend... Entschuldigung. Egal. Ups. Erledigt. So, da ich da jetzt sowieso irgendwie zwischengefummelt habe, mache ich da mal eben die Erntemaschine an. Los. Los. Okay. Erntemaschine aus. Sachen eingesammelt. Habe ich doch noch eine Ecke dabei, ne? Ja, habe ich. Zacki. Dann den tauschen gegen den tauschen. Wird das hier... Ups, was ist denn hier los? Ich glaube, ich sollte mal eben meine Verbindung trennen. Wenn da jetzt noch mehr verschwinden. Ne, irgendwie... Augenblick mal bitte. Manchmal hat man das... Jetzt warte ich erst, bis hier die Welt ein bisschen aufgebaut ist. So geht es. Was war denn das jetzt für ein Phänomen? Okay, das nehme ich dir nicht übel. Du durftest da verschwinden. Aber hier hinten sollten eigentlich nicht mehr ganz so viele verschwinden. Wieso kann ich da keine... Wieso verschwindet der dann? Hä? Was ist denn da jetzt passiert? So ganz genau kann ich mir das jetzt nicht erklären. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr ganz viele Dingens habe. In Folge mache ich lieber erstmal den da. Okay, dann mache ich den und den und dann ist das andere halt irgendwie so... Oh, Märchen hat gerade ein Juhu von sich gegeben. Vermute, eine weitere Ebene ist fertig. Och, sagt sie. So, auf jeden Fall kann ich gleich auf meiner To-Do-Liste hier mal ein bisschen rumstreichen hier. Mal wieder, hä? Die Lampe hat doch schon längst, aber hier ist so viel Slime. Die Lampe leuchtet. Aber es liegt doch da nichts. Da scheint aber gerade irgendwo fatal was falsch zu laufen bei mir auf dem Server. Egal. Ich will nochmal die tolle Erntemaschine hier testen. Zack. Schön. Komm. Danke. Du.
wieder runter da. Ja, so ist das Ganze doch endlich wieder Dschungel. Eigentlich ist es so, wie es vorher auch war. Kommt dann auch weg. Ich glaube, da kommt noch ein Erdblock hin. Vielleicht sogar einer mit dem Stein oben drauf. Sieht wahrscheinlich gleich bescheuert aus. Aber ich kann ja da noch einen Erdblock reinzimmern. So, zack. Zack. Ja, ist jetzt auch so. Dann steht das Wasser da halt. Das ist dann so. Aber das hier muss mal sein. Der muss da weg. So, zack. Okay, ich bin jetzt erstmal hiermit weitgehend zufrieden. Die Spinne finde ich da ein bisschen doofi. Den Mobdrop brauche ich nicht. Ja, dann könnte ich das auf meiner To-Do-Liste streichen. Ich habe sogar jetzt eine Sugarcane-Farm. Und ich sollte mal eben ein paar Schafe bauen. Also ein paar Schafe sollte ich mal bauen. So. Hallo, ihr zwei. Zack, zack. Ja, ihr zwei auch. Ihr zwei und du und du. Zack. Ach, du kriegst auch. Hau bloß ab, du Baby-Ozelot. Ja, kleines Kätzchen. Du bist okay, du gehörst zu mir, du darfst weiterleben. Ja. Geh doch mal bitte weg. Geh zu, Tür. So, 2, 1, 2, 1 und 2 und 1 und 2, 1 und 2 und 1 und 2. 2 und so. Mehr gibt's nicht, weg da. Das ist doch auch sehr schön. Ranken hängen da dummerweise bei den gepflanzten Bäumen immer nicht auch von den Blättern runter, aber vielleicht tragen die sich, übertragen sich so langsam da. So, was war denn jetzt noch zu tun? Jetzt kann ich ja eigentlich wieder gleich mal eine langweilige Folge starten, indem ich mich so langsam in Richtung Loch buddel. Und dazu wollte ich noch eben einmal dahin und mir Koordinaten notieren. Oder wo baue ich jetzt erst eine, so eine Art Brücke? Dann wäre der Stein da allerdings blödsinnig. Ich glaube, ich mache da eine Brücke und der Stein ist überflüssig. Dann habe ich den ja dooferweise vollkommen umsonst gesetzt. Dann mache ich den da dann doch auch mal weg. Und den auch. Ne, den kann ich da ja lassen. Mist. So, und dann kommt hier nachher eine Brücke hin. Kommt hier noch einer hin. So, zack. Ja. Fließt, ne? Wie fließt denn das? Nee, der war okay. Aber der kann weg. Und jetzt werde ich mal anfangen von da nach da. So, jetzt fließt es auch, aber irgendwie in die Richtung. So, dann kommt der mal eben weg. Tja. Mal gucken, was jetzt passiert. Fließt wieder nach da. Warum? Naja, okay, vielleicht sollte ich mit dem Wasser dann, wenn es hier dann einmal funktioniert, sollte ich dann doch einfach mal zufrieden sein. Hallo? So, ist doch okay, den nehme ich da jetzt mal weg. Den kann ich gar nicht wegnehmen, wieso kann ich den nicht wegnehmen? Müsste ich doch wegnehmen können. Dann halt so. Tschüss. Kein voller Block, aber fließt nicht. Na gut. So, dann mache ich auf jeden Fall von hier irgendwo so eine
Brücke. Könnte ich ja noch mal einen Eimer eben nehmen. Oh, das wird glaube ich schon wieder dunkel. Upsala. Und das Ganze da hinsetzen und jetzt schnell zurück ins Haus, weil es wird dunkel. Ach, ist das schön. So, zum Schlafen ein bisschen was Langsameres. Zu Hause angekommen. Schlafen legen. Und was trinken. Mist, zu spät. Naja, okay, so. Wo ist denn wohl die Pflanzenkiste? Wo ist die Moppy-Droppy-Kiste? Oh, ich habe ja ein paar Pflanzen, habe ich ja irgendwie übersehen, ne? Nein, da drüber, die ist es. Die habe ich ja voll übersehen. Das ist Farben. Ach, da ist ja noch mehr Knochenmehl, okay. Baumaterialien. Kabel und Erde. So, ich brauche bestimmt, brauche ich gleich Erde, weil ich mich wieder komisch versetze. Bestimmt brauche ich auch den Eimer, um Wasser nachzufüllen, aber vor allen Dingen brauche ich irgendeine Art von Holz. Ich nehme, glaube ich, mal die mit. Ich nehme mal die mit. Den nehme ich mit. Und die nehme ich mit. Ja, da habe ich ja jede Menge. Und den nehme ich mit. Ach, das muss gar nicht sein. Der kleine reicht eigentlich auch. Und davon wahrscheinlich auch die... Ach, ich nehme den ganz mit. So. Hallo, Tag. Na, na, na. Hallo draußen. Ach, ist das draußen schön. Da fehlt noch ein bisschen Bewuchs. Ach, dann nehme ich doch nochmal so ein bisschen Knochenmehl mit. Besser ist das. Immer ein bisschen Knochenmehl dabei. Man weiß ja nie, wofür man das braucht. Wo ist denn das Loch geblieben? Ach, da hinten. Okay. So klein, das habe ich glatt übersehen. Na, habt ihr euch schon wieder Eier dahin gelegt? Ah, und das leckt schon wieder. So, jetzt fange ich damit mal eben an. Und zwar wollte ich das, glaube ich, irgendwo hier hinten weiter in die Gegend haben. So, da ungefähr, ne? Und meinetwegen da dann auch noch. Und da und da. So soll es mal gut sein. Kann ich da drauf springen? Jawohl. So, und dann will ich mal gucken. Entweder eine Stufe oder hier Half Slabs. Theoretisch ja ohne Stufe, aber mit Half Slabs. Und dann fange ich an mit in den Boden gelassenen Half Slabs. Theoretisch würde das ja bedeuten, dass ich da auch ganze Blöcke setzen kann, von denen ich im Moment nicht so viele habe. Aber jetzt mehr als ich brauche, hoffe ich. Dann nehme ich den mal bitte dahin. Zack. Noch zwei. Weg da, weg da, weg da, weg da. Das ist natürlich ein bisschen... Das mache ich hier anders. Dafür brauche ich gleich noch ein bisschen Erde. Habe ich ja. Und zwar kommt da jetzt doch nach hin. So, Schnauze voll hier. Der kann vielleicht noch weg, aber dann war es das auch. Dann ist das hier ein bisschen enger. Da muss das Wasser durch. Und da kann ich gar nichts für... Kann ich überhaupt nichts für. So, wenn ich da jetzt noch einen draufsetzen wollen würde, dann wäre das so, dass der... Okay, das wird ja ein Spaß.
da und dann da und da und da. Zack. Jetzt bräuchte ich wieder zum da drunter setzen mal. Und zum hier hinsetzen. Da mache ich doch dann einfach auch mal den da und den da. So, das kann weg. Das auch, das auch. Das ist ja teuer. Bergauf, bergab. I've never been closer. Dann muss der Baum da leider doch weg. Das stört der dämlich. Tut mir auch ein bisschen leid. Du bist ein niedlicher kleiner Baum gewesen. Wenn du höher gewesen wärst, hättest du nicht gestört. Du warst aber nicht höher. Das ist dann halt dein Schicksal. Zack. Noch mehr von dem Baum über. Ich glaube, das hier ist noch ein Teil wohl von dem, ne? Hab vielleicht auch ein paar Setzlinge, Baumsetzlinge gekriegt. Ich würde ja sonst mal probieren, ob ich hier einen höheren hingepflanzt bekomme. Habe ich aber nicht. Mist. Ja, dann bist du selber schuld. Ich hätte ja. Aber ich habe nur Blätter von dir bekommen. Kein Baumsetzling. Wie gemein. Hole ich jetzt noch einen? Ja, eigentlich will ich da gerne noch einen Baum haben. Einen, der etwas höher ist allerdings. Ja, dann rennen. Lauf, Herr Sommer, lauf. 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 Die Nacht ist ja auch vorbei. Das vielleicht. Ich habe ja gar keine von dem. Ich habe gar keine von den Setzlingen mehr. Oha. Ich dachte, ich hätte noch gehabt. Das war wohl nix. Tja, na gut. Wo kriege ich denn jetzt Baumsetzlinge her? Wenn nicht von solchen Bäumen. Der hat ja keinen gegeben. War der? Da war der. Naja, da muss nicht unbedingt einer hin, aber schicker wäre es schon, oder? Ach, ich ernte jetzt mal keine Hühner. Oh, das leckt schon wieder so. Heute ist irgendwie echt so ein bisschen... Ah, die Ocelot-Viecher da. So, okay. Was mache ich als nächstes? Ein bisschen vielleicht ein paar Fackeln mal irgendwo setzen. Ist sie noch weit genug weg vom Gehege? Ja, ich denke mal da vielleicht noch eine hin. Meinetwegen auch da. Und da. Und da. Und da. Und da. Komm, dann kriegst du ja auch noch eine extra Fackel dahin. Zack. Ist ja auch nicht so gleichmäßig. Zack. Der Weg ist sowieso schon beleuchtet. Da meinetwegen auch noch hin, eine und da, meinetwegen auch da, da. Bisschen hier das Ganze illuminieren, wirklich müssen sie nicht zusammen sein. Ja, ach, alles gut hier, wa? Ich denke. Alles gut. Und dann da auch noch meinetwegen. Ja, okay, da und da noch. Nicht zu dicht da bei den Viechern. Ja, okay. Die eine stört mich da am Baum. Die muss da weg. Alle gerade und eine schräg. Sieht irgendwie auch doof aus. Ist hier eine in der Nähe? Ach, dann reicht das auch so. Da vielleicht noch eine hin und dann ist gut. So. Zack, da auch noch. Und, oh, da habe ich auch eine noch. Na gut. Wachs ein höher. Ich will sehen, ob das komplett klappt. Ich will sehen, ob das komplett klappt. Ja, so, wie finde ich das denn jetzt? Alles schön, klein, urig, gemütlich. Sehr gut.
bis auf diese Stelle da hinten, die finde ich komisch. Die finde ich nach wie vor komisch. Ich weiß wirklich nicht, was da passiert sein könnte. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt mal eben mir ein Steak reinpfeifen. Jam, 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 jam. Können. Und dann nach oben rennen. Nein. Hier habe ich eine Brücke, hier habe ich eine Brücke. Da will ich ja irgendwann auch noch eine bauen. Oder baue ich die um so einen Baum rum? Brücke, Baum, 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 Baum. Und dann darüber auf die andere Seite auf den Baum und dann dahin. Ja, mache ich aber nicht jetzt. Ich werde jetzt einfach nochmal zum großen Loch rennen, sprinten. Das wird ja schon fast wieder dunkel. Ich will nämlich da übernachten, mich abmelden und eine neue Aufnahme anfangen, damit ich dann mich wieder langfristigen Tätigkeiten widmen kann. Muss ich mich jetzt echt beeilen, da ich gleich spawnen die Mobs, die bösen. Gleich spawnen die Mobs. Okay, Spurt. Sprint. Es wird übrigens dunkel. Ist bestimmt im Haus, oder? Ich guck gleich mal, wo bist denn du? Holla, da sind wir ja schon. Wir sind da, es wäre ungefähr die Hälfte. Hier, da. Also wenn das so weit runtergerüttelt ist, dass es bis da die Treppe frei ist, das ist ja wie ein Balkendiagramm. Ich finde das cool. Ich habe ein Balkendiagramm gebaut. Da bist du ja. Gut Nächtle. Ja, dann verabschiede ich mich mal von der normalen Staffel 2 Let's Play Minecraft Folge von Herr Sommer und mit Märchen und werde dann gleich mal den Weg für die Minecarts buddeln. Und dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Bis denn. Ciao.